Wir treffen uns. Seekatze oder Seehuhn. Seelauf oder Seestrand. Seeteufel oder Seelenlos. Seelachs oder Seeschlange. Seekop oder Seemikro. Seetür oder Seetreff. Seestraße oder Seekartier. Seeland oder Seefeld. Seepferd oder Seerose. Seedwila oder Seelisberg. Weder Seefisch noch Seevogel. Seebach. Ganz einfach. Seebach. 8052 Zürich, Seebach. Ich nehme dich mit nach Seebach. Da schau, der rote Bus, den habe ich für uns reserviert. Gehen wir da drauf? Klar, da gehen wir drauf, um ganz Seebach zu erkunden. Weißt du, wenn es in einem Laden das nicht hat, was du willst, musst du nur die Straßenseite wechseln und du stehst schon vor dem nächsten Laden. Das ist wirklich sehr praktisch. Schau, die Tankstelle. Sie ist jeden Samstag bis spät am Abend rammelvoll. Alle kommen von Partys zum Hängen. Mein Cousin ist größer als ich. Ich bin aber älter als er. Er ist mitteldick und sehr lustig. Ich liebe Autos, er auch. Am liebsten Nissan und Audi. Geben ist unser Hobby. Wir sind beide Barca-Fans. Mein Cousin schaut mich komisch an, wegen der Tankstelle. Wir gehen weiter zum Sebi, dem großen Freibad. Hier sind wir im Sommer fast jeden Tag, wegen den Mädels und so. Okay, cool. Ich komme auch einmal mit. Wir kommen zum Jugendraum. Hier sind wir jeden Freitagabend. Da machen wir Party. Oh geil, in Orlikon haben wir das leider nicht. Ich schaue aber auch mal vorbei. Das wird sicher lustig. Ja, komm nur, dann wird es noch lustiger. Jetzt zeige ich dir einen Ort, wo nur die 18-Jährigen chillen. Manchmal sind wir auch dabei, aber selten, sehr selten. Und zwar im Seebach-Emt. Hier chillen sie immer und reden und reden. Hier drüben gibt es noch Hochhäuser, Kirchen und Schulen und so. Bei euch ist es echt geil. Da ist ja immer was los. Ja, das kannst du wohl sagen. Komm mal wieder vorbei. Es muss ich aber los. Ciao. Ciao. Wir treffen uns. Seebach, das ist Heimat, ein Zuhause. Seebach ist, wo ich mich wohlfühle und wohne. Seebach, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel in alle Himmelsrichtungen. Die Tankstelle Shell. Der Jugendraum, das Bowling, das GZ. Viele Einkaufsläden. Döner. Migros. Schulhaus Bunrein. Seebi. Freibad. Der berühmte Seebistein und wir. Seebach, das ist ein geschäftiger Kreis. Wir nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel von morgen bis mitternachts, um von zu Hause aus zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause zu gehen. Am Wochenende aber hängen wir ab. Für Nicht-Seebacher und Nicht-Seebacherinnen hängen, das ist sitzen und etwas trinken. Hängen, das ist über alles reden und Spaß haben mit Freunden. Hängen, das ist Witze machen. Hängen, das heißt lustige Storys aus unserem Leben erzählen. Hängen in Seebach macht uns glücklich. Wir spüren nichts mehr. Wir haben keine Schmerzen. Wir haben Lust auf alles. Unter uns in Seebach. Wir treffen uns. Ich kenne Seebach wie die Linien meiner Hand. Vertraut sind mir die Häuser, die Geschäfte und Straßen. Ich schaue auf meine Hand. Ich sehe Linien, die mich zur Kante führen. Die Linien verwirren mich. Sie sind komisch. Ich verstehe nicht, was sie bedeuten. Zeigen sie einen Weg ins Paradies? Führen sie mich nach Seebach? Seit Tagen kann ich nicht mehr schlafen. Die Linien machen mich verrückt. Ich schaue auf meine Hände und sehe Linien. Die Linien zeigen einen Plan. Es kann alles sein. Eine Schatzsuche oder eine Wegbeschreibung. Ich schaue auf meine Hand und sehe eine große Party. Es ist eine Grillparty mit Mädels, Auto, Freunden. Es ist viel Geld im Spiel. So plane ich also meine große Grillparty. Ich lade meine Freunde und Mädels und einen berühmten DJ ein. Die Vorbereitung ist teuer, aber ich habe in den Ferien einen kleinen Job gesucht, um mir das leisten zu können. Deine Hand zeigt einen Plan. Wo du wohnst, zeigt es dir an. Aber es ist kompliziert zu verstehen. Das verwirrt dich so sehr? Ja, das ist verwirrend und komisch. Wir treffen uns. Der Plan führt mich zum Nichts. Und ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich bin lieber draußen,
bewege mich durch den Zaun des Todes. Ich schwimme mit den Bildern. Ich sehe in den Linien meiner Hand, wie die Welt untergeht. Wie fühlt sich der Tod an? Sehe ich etwas nach dem Tod? Geht das Licht weg? Bin ich ein Engel oder der Teufel? Sebach. Von dem wir träumen, ist ein Ort, an dem es keinen Rassismus und keine Diskriminierung gibt. Niemand ist schlecht gelaunt. Überall große Lautsprecher, voller Musik. Kein Mensch in Sebach bezahlt Miete. In Sebach, von dem wir träumen, wohnen alle gratis. Die Menschen leben, wo sie wollen. Sebach, von dem wir träumen, ist voller Farben. Die Häuser sind bunt. In Sebach, von dem wir träumen, gibt es mehr Natur. Alle berühmten Serien werden in Sebach gedreht. In Sebach, von dem wir träumen, scheint die Sonne. In Sebach akzeptieren sich die Leute so, wie sie sind. Jede Person, die wir treffen, ist gut gelaunt. Sebach, von dem wir träumen, ist ganz einfach sehr schön. Hier treffen wir uns bald wieder. Zu einem Fest, wo es alles gibt, wovon wir träumen. Wir treffen uns. Sie hörten Syed Bezetti, Leila Fofana, Bari Kofi, Jason Mapuata, Mert Parlak, Brigitte Sare, Chiara Sosa Ferorelli, Alexander Spöri, Sefora Vella, Lennart Zahiri, Jun Bormann, Baron Laskite und Osan Hofstetter.